Ich zeige jetzt eine Übung. Wir zeichnen ein Selbstporträt. Es geht nicht darum, dass wir möglichst ein Kunstwerk schaffen wollen oder dass das Bild dann ganz besonders ähnlich ist dem Menschen, der das zeichnet, sondern es geht darum, dass wir im Laufe dieses Prozesses Tasterfahrungen machen und diese Tasterfahrungen vom Gesicht in ein Bild umsetzen. Eigentlich geht es darum, dass wir uns vergewissern, dass wir noch am Leben sind. Wir machen diese Übung ganz oft mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, die in Lebensgefahr waren. Wir nehmen die eine Hand, die nicht zeichnet, und die versucht immer, das, was sie erfährt, umzusetzen auf dem Papier. Also, der Kopf ist ungefähr, ja, so ungefähr rund, oder? So irgendwie ungefähr, so ungefähr rund. Und was haben wir unterm Kopf? Den Hals, genau, wie breit ist der Hals? Der ist eigentlich breiter, als man oft denken würde. Geht weiter rauf. Was ist so wichtig im Gesicht? Die Augen, genau, die Augen. Die Augen, die sitzen in so einer Höhle und alles, was so nach innen geht, das markieren wir mit einer dunklen Fläche, so ungefähr. Ja, gar nicht zeichnen, nur als Fläche markieren. Genau, die Stirn, die darf auch, die dürfen wir nicht zu dunkel machen. Wieder tasten, was haben wir Wichtiges? Die Wangen, die sind eigentlich schon auf dem Bild erkennbar, aber wir haben noch was Wichtiges, den Mund. Schau mal, den Mund haben wir da. Ja. Ja, den Mund. Was ist da bei dem Mund so besonders? Da ist diese... Da der Loch. Ja, genau, dieser Verlauf der Lippen. Mhm. Ja, diese Linie, das ist so charakteristisch für die Menschen. Also das so ungefähr. Ist das wirklich so ein lachender Mund bei dir? Also bei mir geht es eher nach unten. Ich mache es jetzt eher nach unten. Guck mal, ob du wirklich das zeichnest, was du erfährst mit deiner Hand. Schau mal, das hier dazwischen. Genau, das hier dazwischen. Ja, genau. Und dann haben wir doch Ohren und Haare. Ohren, ja genau, Ohren. Wo sind die ungefähr? Guck mal, wo sind die ungefähr? Die fangen so ungefähr auf Augenhöhe an. Ja, genau, so auf Augenhöhe. Genau, die Augenbrauen, die sind hier so drüber. Ja, was haben wir da? So eine Rundung. Ja, und hier haben wir noch was drauf. Ja, die ganzen genau, die ganzen Haare. Jetzt müssen wir mal schauen. Und jetzt schauen unsere Menschen hier noch etwas verschlafen aus. Warum ist das so? Die Augen sind zu. Genau. Aber wenn die Augen offen sind, dann deckt das Augenlid natürlich nicht das ganze Auge ab. Wie viel siehst du davon? Nur ein Teil. Ja, genau, genau. Ich bei dir auch. Guck mal. Sieh da nur ein Teil. Und jetzt guck mal, das Interessante ist, deshalb ist doch die Nase so schwer, denn schau, die Nase, die kommt so raus und daneben ist es so tief. Das heißt, das, was da so tief ist, wenn wir das ein bisschen dunkler machen, dann können wir die Nase da hervorzaubern. Ja, genau, neben der Nase ist es dunkel, weil es da tiefer liegt. Genau. Ja, genau. Da sieht man so ein bisschen die Nasenlöcher, die sind ja auch ganz tief. Nicht? Das sieht man nur als Dunkelheit. Und hier die Nasenspitze. Ja, die ist ganz weit vorne. Das heißt, die müssen wir ganz hell machen.
Genau. Ja, prima. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gern noch Ohrringe an. Die habe ich heute nicht an, aber die kann ich mir natürlich auch hinmalen. Das darf ja sein. Kinder malen sich sehr gerne dann Kopfbedeckungen. Jetzt schaue ich mich auch mich mal an. Auf dem Bauch habe ich mich gar nicht gesehen. Siehst du, ganz unterschiedlich. Jeder macht es so, wie er sich selbst im Moment empfindet. Ich sehe ja auch nicht so aus, oder? Nee, ich auch nicht. Aber es hat trotzdem was mit uns zu tun. Ja.